Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video von Buchding. Ich stelle euch heute dieses Buch hier vor, Home, Haus der bösen Schatten von Riley Sager. Ein verlassenes Haus, seltsame Geräusche in der Nacht, Dinge, die sich scheinbar selbstständig machen und ein dunkles Geheimnis in der Vergangenheit. Das alles sind perfekte Zutaten für eine gelungene Spukhausgeschichte. Riley Sager hat sich dieses Setting für seinen Thriller Home, Haus der bösen Schatten ausgesucht. Maggie ist eine Berühmtheit wider Willen. Als sie 5 Jahre alt war, bewohnten sie und ihre Eltern ein altes Haus, welches einsam auf einem Hügel stand. Und nicht an einem See, so wie es hier auf dem Cover abgebildet ist. Eines Nachts floh die Familie von dort Hals über Kopf und kehrte nie wieder in das Haus zurück. Über den Grund für diese Flucht und das, was ihr vorangegangen war, hatte Maggies Vater ein Buch geschrieben, das zu einem Bestseller wurde und der Familie ein kleines Vermögen eingebracht hat. Doch mit dem Ruhm kam auch der Ärger, besonders für Maggie, die sich eigentlich an gar nichts aus dieser Zeit in dem Haus erinnern kann. Alles, was sie weiß, stammt aus dem Buch ihres Vaters und das hält sie für eine dicke, fette Lüge. Und trotzdem muss sie bis heute immer wieder dumme Fragen, dreiste Bemerkungen und schräge Blicke über sich ergehen lassen. Nach dem Tod ihres Vaters erfährt Maggie, dass dieses verfluchte Haus immer noch in dessen Besitz war und dass sie es geerbt hat. Entgegen dem Versprechen, das sie ihrem Vater vor dessen Tod gegeben hat und trotz der eindringlichen Warnungen ihrer Mutter beschließt sie, in das Haus zurückzukehren und herauszufinden, was damals wirklich passiert ist. Schnell stellt Maggie fest, dass in dem Haus tatsächlich etwas nicht stimmt. Alles, was ihr Vater in dem Buch beschrieben hat, scheint sich irgendwie zu wiederholen. Und auch dieses Mal scheint alles wieder darauf abzuzielen, Maggie aus dem Haus zu vertreiben, tot oder lebendig. Gibt es in diesem Haus nun einen Geist, der mordet oder der Menschen zu Mördern macht? Oder gibt es einen ganz realen Mörder? Kann Maggie mit der Hilfe einiger früherer Beteiligter das Rätsel lösen? Und was hat der Schattenmann damit zu tun, der Maggie seit ihrer Kindheit in ihren Albträumen besucht? Riley Sager hat in seinem Buch Spukgeschichte und Thriller ganz geschickt miteinander verwoben. Es werden parallel die Geschichten von Maggie in der Gegenwart und der Inhalt des Buches ihres Vaters wiedergegeben. So wird natürlich direkt deutlich, wie sehr sich die Ereignisse von damals und heute zu ähneln scheinen. Nur die Enden dieser beiden Geschichten liegen bis ganz zum Schluss im Dunkeln. Hier drin erwartet euch ein ziemlich spannender und zugleich gruseliger Ausflug in die Geschichte des Hauses Bainbury Hall, in die von Maggie und ihrer Familie. Die Auflösung des Falles ist durchaus eine Überraschung, die man jedoch erst nach einigen dramatischen Wendungen erfährt. Trotzdem ist die Geschichte überzeugend. Denn jede der vermeintlichen Auflösungen, die einem der Autor hier präsentiert, hätte für sich genommen ein schlüssiges Ende ergeben. Home, Haus der bösen Schatten ist, trotz dieses ziemlich einfallslosen deutschen Titels, ein bemerkenswert intelligenter, atmosphärischer und spannend zu lesender Thriller.